So, Leute, ich bin's wieder, euer Grand Warlord hier, heute für euch ein neues Video. Und zwar wurde ich letztens von einem guten Freund von mir gefragt: Hey Benny, ich würde gerne mit YouTube durchstarten, du machst es ja schon eine Weile. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, ein paar Hinweise geben, wie fange ich am besten damit an, was muss ich beachten, wie werde ich möglichst schnell groß? Und natürlich habe ich ihm geholfen. Und da dachte ich mir, vielleicht interessiert es viele von euch, vielleicht kann ich euch auch ein paar Tipps geben, ein paar Hinweise geben, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, wie ihr damit am besten anfangt. Und ja, dazu kommen wir gleich. Nur noch kurz was zum Gameplay. Im Hintergrund seht ihr Momentum auf der Karte Sola. Ich habe mit der Ball 27 und der HBR 3 abwechselnd gespielt. Das Gameplay ist nicht das Beste, aber ich denke mal, kann man sich schon anschauen. Ja, so, jetzt fangen wir mal an. Wie fängt man am besten an mit YouTube? Ihr müsst euch von Anfang an bewusst sein, wenn ihr das Ganze durchziehen wollt, und mit durchziehen wollt meine ich irgendwann mal die 10.000 Abonnenten erreichen, beziehungsweise einfach mal, vielleicht erstmal 1.000, vielleicht erstmal 100, jedenfalls mit YouTube, sage ich mal, ein bisschen was erreichen. Ihr solltet es definitiv nicht mit dem Gedanken machen, ich mache YouTube, damit ich Geld verdienen kann. Das sollte auf keinen Fall der Gedanke sein und ist auch definitiv der falsche Weg bzw. die falsche Art, mit YouTube anzufangen. Wenn ihr sagt, ja, komm, ich habe jetzt Bock, Videos zu machen, das interessiert mich eigentlich schon eine lange Weile, aber ich habe irgendwie Anfangsschwierigkeiten, weil das nicht klappt, oh mein Gott, nein. Dann seid ihr hier eigentlich genau richtig und zwar möchte ich euch einfach helfen. Der beste Tipp allgemein von Anfang an, einfach mal probieren. Ihr könnt nicht verlieren, ihr könnt wirklich nicht verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Schlimmstenfalls kriegt ihr 2 Dislikes und dann war es das auch schon. Ja, wie fange ich am besten an? Ihr müsst euch bewusst sein, dass im Moment in der Gaming-Szene, ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die Gaming-Szene, sehr, sehr viele YouTuber unterwegs sind, die qualitativ hochwertige Videos liefern, die regelmäßig Videos liefern. Und damit Abonnenten bzw. Zuschauer auf euch aufmerksam werden, müsst ihr entweder eine Marktlücke finden. Habe ich zum Beispiel damals bei Black Ops 1, gab es relativ wenig Videos zu Zombies, geschweige denn Tutorials zum Zombie-Easter Egg, gab es gar keine. Und da dachte ich mir, ja komm, machst du einfach mal auf Deutsch und es kam wirklich super an. Da habe ich in kürzester Zeit 500 Abonnenten dazu gewonnen, war wirklich super. Entschuldigung. Und sowas geht zum Beispiel richtig gut. Was aber auch auf jeden Fall geht, ist, wenn ihr zum Beispiel einfach ihr selbst seid und einfach Themen ansprecht, die aktuell sind, die vielleicht Leute interessieren. Oder ihr aber auch jedes Game über 100 Kills schafft in der Advanced Warfare, ladet es einfach hoch, das wird auch mit Sicherheit funktionieren. Und ja, ihr braucht wie sozusagen so eine Idee. Wenn jetzt einfach YouTuber-Kanal aufmacht, ja, was mache ich jetzt für ein Video? Heute mein Fußballspiel hoch, heute lade ich mal hoch, wie ich beim Biken in den Bergen bin. Ja, ihr müsst euch schon so ein bisschen Gedanken machen, was will ich eigentlich machen? Will ich Gaming-Videos machen? Will ich Fahrradvideos machen oder was auch immer? Und ja, kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, und zwar müsst ihr euch bewusst sein, dass YouTube kein Sprint ist. Es gibt immer Ausnahmen, wenn man durch große YouTuber gepusht wird. Im Normalfall wird man aber nicht gepusht und es ist ein Marathon. Es kann sehr, sehr lange dauern, bis man auch nur kleine Erfolge bzw. wenig Abonnenten dazu gewinnt. 5 Abonnenten werden es wahrscheinlich erstmal im Monat sein, ausgenommen von Freunden natürlich, wenn die euch abonnieren, das zählen wir mal nicht dazu. Dann werden es aber natürlich, wenn ihr regelmäßig dranbleibt, immer mehr. Irgendwann werden es dann 10 im Monat, dann werden es mal 20 im Monat, dann werden es täglich 10. Und so baut ihr euch das langsam auf. Ihr müsst euch aber bewusst sein, es wird nicht über Nacht funktionieren. Ihr müsst wirklich dranbleiben, konsequent, qualitativ hochwertige Videos hochladen. Und im Moment seht ihr jetzt bei mir nicht so viele Videos auf dem Channel. Das liegt nicht einfach daran, dass ich keinen Bock habe, sondern irgendwie gibt es im Moment für mich persönlich wenig Themen, die ich ansprechen könnte. Ich bin nicht der beste Advanced Warfare Spieler. Ich bin eher so der Typ, der heiße Informationen rausgibt, was Zombies anbetrifft. Zombies spiele ich wirklich sehr, sehr gerne. Spiele ich auch nicht täglich. Am Wochenende oft mal 3-4 Stunden auf der PS3. Wenn ihr da mal einen Clip sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Lade ich mal wieder ein bisschen Zombie hoch. Auch kein Problem. Und woher ich denke, ach ja, genau. Ladet am besten wöchentlich erstmal ein Video hoch und eignet euch ein Wissen an. Mit Wissen meine ich, wie erstelle ich zum Beispiel eine Thumbnail, was verwende ich am besten für Tags, was googeln die Leute zum Beispiel, wenn jemand bei Suche eingibt, Advanced Warfare Zombie Modus, Fragezeichen, dann nennt ihr am besten euer Video genauso, beziehungsweise wie würdet ihr suchen, damit ihr euer Video finden wird? Was würdet ihr bei der Suche eingeben? Und so nennt ihr am besten dann euch auch euer Video. Wenn ihr zum Beispiel ein Advanced Warfare Gameplay hochladet und es nennt, ganz blödes Beispiel jetzt,
Call of Duty Ghosts Nachfolger, dann werden wahrscheinlich relativ wenig Leute auf euer Gameplay kommen. Ihr müsst einfach das Video präzise beschreiben und ja, der Rest kommt eigentlich dann von ganz allein, wenn ihr dran bleibt. Es ist wirklich, es kann sehr frustrierend sein, es kann nicht lästig, würde ich nicht sagen, es kann wirklich langweilig dann werden, aber wenn ihr es wirklich erreichen wollt, wenn ihr wirklich was erreichen wollt, müsst ihr dann dranbleiben. Ich habe jetzt auch eine Zeit lang mal fast gar keine Videos gemacht, da hatte ich auch einfach keinen Bock, aber jetzt bin ich wieder motiviert und ich will das jetzt einfach mal ein bisschen durchziehen, ein bisschen was erreichen mit YouTube. Und da bin ich euch natürlich sehr dankbar, dass ihr mir helft, indem ihr einfach meine Videos anschaut, dass ich euch auch unterhalten kann, dass ihr sie nicht super langweilig findet. Und ja, wenn ihr jetzt weiter Tipps haben wollt, das war jetzt wirklich nur ganz grob, weil ich weiß ja nicht, ob das euch überhaupt interessiert. Wenn ihr mehr Details haben wollt, wie werde ich YouTube-Partner, was muss ich beachten, wie kann ich vielleicht meine Uploads optimieren und. Schreibt es in den Kommentaren, dann werde ich auf jeden Fall noch mehr Videos machen. Ich wollte es einfach wissen, vielleicht interessiert es euch ja gar nicht, dann ist das Video umsonst. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Grand Warlock.